Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit 5 Fakten über Virus. Lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal, falls euch das Video gefällt. Und dann lasst uns mal direkt loslegen. Als Fakt Nummer 1 haben wir das Virus. Nach der Idee des Drehbuchautors des Movies Battle of Gods, Yusuke Watanabe, eigentlich hätte ein komplett anderer Charakter sein sollen. Er hätte eigentlich echsenartig aussehen sollen und wäre eigentlich ein böser Charakter gewesen, der andere Leute mit seiner Boshaftigkeit sozusagen anstecken würde. Also würde die Bosheit sozusagen wie ein Virus auf andere Lebewesen übergehen, und das sollte auch der Grund sein, warum die Saiyajins ihre bösen Charakterzüge haben. Aber wie wir wissen, entschied sich ja Akira Toriyama um, und deswegen haben wir das Design und die Geschichte des Virus, den wir heute haben. Das ist auch schon ein guter Übergang in den zweiten Fakt. Nämlich war Virus Name eigentlich als ein Wortspiel mit dem Wort Virus gedacht. Also er sollte Virus so an Virus angelehnt halt heißen. Aber da Toriyama dieses Wortspiel falsch verstanden hat, dachte er, dass er nach dem Bier benannt wird, also nach dem alkoholischen Getränk Bier. Weswegen er dann auch später die anderen Götter der Zerstörung ebenfalls nach Alkohol benannte. Kommen wir direkt zum dritten Fakt, und im dritten Fakt geht es um Virusdesign. Dieses wurde nämlich von mehreren Faktoren beeinflusst. Das Design wurde nämlich einmal von Debo, der Cornish Rex Katze von Akira Toriyama, beeinflusst. Diese Katze wurde dann irgendwann schwer krank und Akira Toriyama ging mit ihr zum Tierarzt, und der Tierarzt meinte, dass die Katze nicht mehr lange zu leben hätte, aber mysteriöserweise wurde diese Katze dann einfach wieder gesund, und der Tierarzt scherzte dann, dass die Katze nicht vielleicht ein Dämon sei, und das hat dann Akira Toriyama beeinflusst. Ebenfalls wurde sein Design von Sekhmet, einer ägyptischen Göttin mit einem löwenartigen Kopf, inspiriert, die eine Göttin des Krieges und der Bestrafung war. Kommen wir auch schon zum vierten Fakt. Und zwar wissen wir ja, dass Virus den Kaioshin von vor 15 Generationen ins Z-Schwert gesperrt hat. Das Interessante daran ist, dass der alte Kaioshin sagte, dass der Feind, der ihn dort eingesperrt hat, lange nicht so stark ist wie Buu. Und er sagte, dass der Feind ihn dort eingesperrt hat, weil er ihn fürchtete. Allerdings wissen wir, dass diese Beschreibung nicht mehr richtig zutrifft, denn in Dragon Ball Super wurde ja gesagt, dass Virus ihn eingesperrt hat, weil der alte Kaioshin ihm auf den Sack gegangen ist. Und vielleicht hat der alte Kaioshin auch wirklich gedacht, dass Buu stärker ist als Virus, aber wir wissen auch nicht, ob Virus seine ganze Kraft jemals gezeigt hat. Oder es kann auch sein, dass der alte Kaioshin sich einfach nicht mehr richtig erinnern konnte. Man weiß es nicht mehr, auf jeden Fall kann man das Statement so nicht mehr hinnehmen. Und als letzten Fakt haben wir nämlich eine kleine Sache, die Virus gesagt hat, die nämlich auch irgendwie keinen Sinn macht, ist nämlich, dass Virus gesagt hat, dass er auf der Erde die Dinosaurier ausgelöscht hat, aber wir sehen in der Dragon Ball Serie immer wieder, dass Dinosaurier trotzdem noch auf der Erde leben. Also, da wissen wir wirklich nicht, was passiert ist. Also das ist für mich dann einfach wieder ein klassischer Fall von Akira Toriyama, der selber vergisst, was in seiner eigenen Serie passiert ist. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und wie immer sehen wir uns im nächsten Dragon Ball Video.